Hallo und willkommen bei Trying Out Wildstar Beta. Ja, wie ihr seht, ich habe hier schon so einen kleinen plüschigen Charakter mit Katzenohren und Puschelschwanz. Das war mein Charakter jetzt von vom Livestream, was ich ja, gestern jetzt bei der Aufnahme erstellt habe und hier irgendwie 6 Stunden gespielt habe. Bin bis Level 11 gekommen. Mit der mache ich jetzt nicht weiter. Wie gesagt, Trying Out. Mal gucken. Mal mindestens 5 Folgen. Und ja, dann machen wir erstmal hier einen neuen Charakter. Also es gibt 2 Fraktionen hier in Wildstar. Einmal die Exiles und einmal das Dominion. Halt das Dominion halt irgendwie, ja, Imperium, bla bla bla, böse und, naja, hier, ja, Conquer It All und so weiter. Und hier Exiles, ja, halt irgendwie die etwas, ich würde jetzt nicht sagen friedlichere Fraktion. was ich da gestern irgendwie gemacht habe, war nicht so wirklich friedlich, aber halt irgendwie, halt anders, halt die Rebellen, die etwas... Ja, sagen wir mal, die etwas wildere Fraktion, die sich halt nicht so gerne unterordnet. So, also da muss man schon mal halt wählen, ob und was man halt dann spielt. Natürlich hat das Auswirkungen auf die Rassen. Bei den Exiles gibt es halt die Menschen, ganz normal, ne, männlich-weiblich. Dann die Aurin, das sind halt, wie gesagt, die komischen Typen und Tanten mit ja, Puschelschwanz und Ohren und so weiter. Wobei halt mir die Typen da irgendwie absolut gar nicht gefallen, also wenn dann da irgendwie weiblich. Dann gibt's da noch die Kranok, das sind ja, Steintypis. So in etwa, also so sehen sie halt aus. Halt die Kerle etwas groß. Und das sind die Damen. Und dann gibt es noch bei den Exiles die Modesh. Wo ich mir nicht so ganz sicher bin, was die überhaupt darstellen sollen. Scheinen irgendwie mehr tot als lebendig zu sein. Scheinen da irgendwelche ja, Wissenschaftler gewesen zu sein und die haben dann mehr an sich selber rum experimentiert und ja, sind dann hier an so einer degenerativen Krankheit erkrankt, sodass sie halt dann mehr Cyborg und ja, Zombie irgendwas ist. Deswegen sieht man sieht ja hier halt hier so der Unterarm, da ist halt nur noch irgendwie so eine Glas. Irgendwie was in Glas halt und dann da ist dann noch der Knochen und so weiter. Gibt's halt auch männlich-weiblich, ne, sehen alle hier ein bisschen, ja. Wie gesagt, das sind halt irgendwelche untoten Zombie-Typen. Jetzt auch nicht so meine erste Wahl. Also wenn hier Exile, dann halt wirklich hier mit Puschelschwanz. aber ich werde auch zu Release sehr wahrscheinlich hier Dominion spielen. Auch hier gibt es Menschen, die Cassian. Wie gesagt, das sind eigentlich auch Menschen, nur ein bisschen versnobter und so, ja. Als jetzt bei den Exiles, aber im Prinzip halt auch Menschen wie gehabt. Dann gibt es die Draken. Jetzt auch nicht die hübscheste Rasse. Gerade hier die Kerle irgendwie mit Haltungsschaden und so weiter. Die Weibchen haben den Haltungsschaden jetzt nicht ganz so krass, aber irgendwie, naja, auch nicht so meins. Es ist halt irgendwie so, ja, Drachen, Frosch, irgendwas.
Dann gibt's die Chua. Das sind hier so kleine pelzige Hamsterviecher. Also auch wieder Fußhupen. Das sind halt irgendwie Asura nur mit Fell. Und dann gibt's die Mishari. Das sind dann tatsächlich hier irgendwelche, ja, Roboter, also mechanische Wesen, halt mit einem Bewusstsein, also irgendwie sowas. Sehen jetzt zwar hier auch nicht so gut aus, aber ich habe mir hier einen erstellt, der sah recht annehmbar aus. Werde ich auch sehr wahrscheinlich bei Release spielen. So, aber fürs Trying Out wollte ich mir hier so ein komisches Hamster-Teil mal machen. Aber erst nochmal hier zu den Menschen, weil die können hier alle Klassen halt machen. Die anderen, die haben halt hier immer irgendwie, ja, irgendwelche Klassen können sie halt nicht. Halt hier die Chua können halt zum Beispiel kein Krieger werden. Und ja. Ja, Klassen. Krieger. Wie man sich halt so einen Krieger vorstellt. Es gibt da aber keine Unterscheidung. Also bei den Waffen, die sind halt auf Zweihandschwerter festgelegt. Komme was wolle. Also kein irgendwie Einhand und Schild oder sonst irgendwie was. Nee, die haben nur irgendwie Zweihandschwerter. Engineer ist... Ja, haben halt da eine dicke Wumme, so eine Zweihandgewehr. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben die auch die, na, also die können irgendwelche Roboter spawnen, also die sind dann irgendwie so eine Pet-Klasse und ja, die haben dann immer irgendwelche Begleitungen dann bei sich. Esper habe ich gesehen. Werde ich jetzt sehr wahrscheinlich auch jetzt im Trying Out bei dem komischen Hamster da spielen. Die können irgendwie Waffen herbeizaubern. Also ist, glaube ich, auch irgendwie eine Fernkampfklasse. Wobei, weiß ich halt nicht, aber die haben halt irgendwie... Ja, die schmeißen hier mit irgendwelchen Illusionen um sich. Ich hoffe, das war ein Esper. Ich weiß es halt nicht. Ich habe es nur halt ab und zu gesehen, dass da irgendwo einer dann stand und der hatte dann irgendwelche so, was weiß ich hier, so fünf Geisterklingen plötzlich dann über sich gehabt, die er dann geworfen hat. Sah ganz interessant aus. Deswegen wollte ich halt ausprobieren. Ein Medic, ja, der Mediziner, irgendwie halt Heiler. Kann aber auch DD, als DD gespielt werden. Machen auch viele. Die haben hier irgendwelche, ja, was weiß ich, was es war. Also es sieht halt auch eher aus wie irgendwelche Pistolen. Halt zwei Stück, die nimmt er dann und schießt dann auf alles. Und schießt auch seine Heilung damit. Habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Heiler liegt mir sowieso nicht und ja. Deswegen. Aber ich glaube, den Esper kann man, glaube ich, auch als Heiler irgendwie spielen. Stalker ist... Ja, der klassische Schurke, mehr oder weniger, halt Nachkämpfer, viel Bum-Bum, aber hält auch nicht allzu viel aus, hat hier solche Klauen als Waffen und der Spellslinger, das ist das, was ich jetzt ja im Livestream ausgetestet hatte, war ganz nett, halt auch als DD. Kann, glaube ich, auch ein bisschen tanken. Also zumindest hatte ich meistens die Aggro gehabt. Der hat dann irgendwie zwei Pistolen. Und macht da einen auf Revolverheld. So, ich wollte aber den Chua und aber kein Spellslinger, sondern mal den Esper. Ich weiß nicht, warum der Chua kein Stalker sein kann. So, anders als bei anderen MMOs kann man dann jetzt hier noch einen Pfad auswählen. Da gibt es halt hier, ja, Soldat, Siedler, Wissenschaftler und, ja, Explorer.
Weiß ich auch noch nicht so ganz genau, was es so damit richtig auf sich hat. Also man kann diese Sachen separat zu seinem eigenen Level hochleveln. Ich war jetzt zum Beispiel Soldier gewesen. Da bekommt man halt auch spezielle Skills. Also bei ihm hier war es jetzt zum Beispiel irgendwie ein Heal-Skill, der direkt dann das komplette Leben auffüllt. Beim Scientist, den hatte ich jetzt dann auch probiert, mit dem Krieger, weiß ich nicht. Also da ist es mir nicht so aufgefallen, dass ich da irgendwas bekommen habe. Ja, und bei den anderen weiß ich nicht. Hier, die Settler können irgendwie diese Quest-Hubs irgendwie aufwerten oder sonst irgendwie was aufwerten. Soll dann irgendwie was erscheinen oder sonst irgendwie was. Keine Ahnung. Und hier Explorer weiß ich auch noch nicht. Ich werde mal den Explorer hier probieren. So. Und dann kann man das Ganze natürlich hier anpassen. Und zwar eigentlich so, wie man es aus asiatischen MMOs irgendwie kennt. Also man kann hier erstmal das Gesicht... Ach, Alarm. Das Gesicht hier an... oh Gott, anpassen. Oh ja. Nee. Mach mal ihn hier. Komm. Und dann halt, noch hier verfeinern. Ne? Also, ja, Skin. Und ja, die Länge. Also, eigentlich alles hier, die kompletten Feinheiten halt so machen, auch wenn man es später irgendwie fast nicht mehr sieht. Kann man dann halt hier noch anpassen. Was ganz gut ist, ist, dass man halt, wenn man hier rumschiebt und man sagt, ach nee, komm, wir machen das wieder rückgängig, kann man hier direkt aufs X klicken und dann ist halt hier das wieder auf Null. Und hier machen wir mal so einen ganz traurigen. Ja, oh. Kann die Augen noch größer machen, natürlich. Oh. So. Wow. Spacing. Oh Gott, nee. Wo so schielend wäre natürlich auch gut. Na, komm. Den lassen wir in der Mitte. Augenbrauen. Hat er tatsächlich welche? Oh ja. Oh. Spacing. Dicke. Breite, Mundhöhe, naja, Tiefe, da müssen wir ein bisschen drehen. So. Höhe, sieht's von vorne aus, ja, passt schon. So, kleinen Mund, Nase, Höhe. Länge. Oh. Ja, also hier kann man sich dann tatsächlich wieder richtig austoben. Breite. Komm, der kriegt eine breite Nase. So, dann Haare. Auch so ein komisches Vieh hat Haare, wobei ich fast schon gucken müsste, dass wir zuerst hier das Fell anpassen. Weil da das komische Grün, das passte irgendwie gar nicht. Pink, Blau, Grau, das war das, was wir eben hatten. Ja, Schwarz-Weiß. Ein Eichhörnchen. Komm, wir machen so ein Eichhörnchen. So, dann nochmal zu den Haaren. Oh ja. Granatenstark. Also bei den Haaren muss ich ehrlich sagen, da sind viele dabei, die tatsächlich zu gebrauchen sind. Normalerweise irgendwie bei MMOs hat man immer so das Problem, einiges oder das meiste, das passt irgendwie absolut gar nicht. So, wo hatte ich denn jetzt hier eben die... hier irgendwie so Scheitel? Oder...
oder sowas hier. Ich glaube, ich nehme sowas dabei. Da gab es doch irgendwie was noch, noch länger, oder? Da. Da. Genau. Das passt. So, ja, hier, Schnurrbart. Nee. Okay, dafür sind hier einige übertrieben. Ach so, da kommt doch schon fast hin. Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Ach so, der hat da Schnurrbarthaare und bei dem anderen nicht. Nee, wir nehmen das da. Augenfarbe. Ja, unsere Augen sind so groß, da sieht man eh nichts. Also keine Ahnung, ob sich da bei ihm hier irgendwas ändert. Deswegen lassen wir das mal so. Oder ändert sich... Nee. Ohren. So. Große Kremlin-Ohren. Nee, das passt ja gar nicht. Irgendwie solche Dinger... Weiß ich nicht. Ui. Moment, da müssen wir, glaube ich, hier rauszoomen. Sonst... Hier mit Lochfraß. Noch mehr Lochfraß. Ah, die sind ein bisschen zurückgeblieben. Die da oder die da? Nehmen wir hier die buschigen. Passt zu allem anderen. So, Fellfarbe haben wir. Und jetzt kann man hier noch halt einstellen, wie... Ja, wie der Körperbau ist. Gut, bei ihnen hier fällt das nicht so auf. Bei den Humanoiden, sagen wir es mal so, die ein bisschen größer sind, da sieht man schon so ein bisschen, was sich da verändert. So, machen wir mal hier so eine schlanke Ratte. Except. So. Will und gemein. Töten. Ja, deswegen, fies und gemein sind die. Und zack. Dann starten wir die ganze Chose mal, hoffentlich. Ruckelzuckel. I have evidence that exiles may have infiltrated our cryosystems, planting their traitorous agents among loyal Dominion citizens. I require such a citizen to aid me in my work. You will find them for me. Yes, ma'am. Scans detect what we believe to be several functioning cryopods. No mechanical anomalies. Which one? That one. Right there. Yes, I have an instinctive feeling about that one. And the Makari's instincts are mathematically flawless, and none more than my own. As you say, ma'am. Reading all vitals at optimal. Shall I begin the reanimation procedure? Yes. Begin as soon as the fail-safes are in place. All right. We're ready to proceed. This one is definitely the best of the lot, ma'am. Peak physical condition, no sign of tampering with any of the equipment. Exactly what I require. Yes, I detect potential in this one. Jo. Und so wird man dann hier auf die Welt losgelassen. Bei den Exiles sieht das ein bisschen anders aus. Da wird man halt auch aus so einer, aus der Gefriertruhe rausgeholt. Allerdings funktioniert das Schiff da nicht so wirklich. Und ja, man wird erstmal irgendwie fallen gelassen und so. Hier ist das halt ein bisschen anders. Hier ist halt alles, ja, es ist halt... Das Dominion hier funktioniert alles wunderbar. Hui, hui. Cool, er rollt sich ab. Geil.
Und ja, hier ist alles halt sauber und halt ja, die da unten, die haben dann noch extra hier meine Kryokammer sauber geputzt mit einem Federchen. Also komplett das Gegenteil wie bei den Exiles. Und ja, ich muss irgendwie gestehen, irgendwie, der ist putzig. Wenn er jetzt noch Krieger werden könnte, wäre das eine Wahl. Also, supi. Okay, das soll es dann mal für die erste Folge gewesen sein. In der zweiten, dann sprechen wir mal hier die Dame an und gucken, was wir hier zu erledigen haben. Spectral Form, Telekinetic Strike. Aha, okay, also wie gesagt, so viel zur ersten Folge und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also bis dann.